Seht ihr, wie Otto aussieht? Guck mal in die Kamera und sag mal Hallo. Alles weiß mit Puder. Naja, das macht die Mutter jeden Tag, nicht so schlimm. So, zum gestrigen Tag. Also, ich war gestern völlig abgenervt. Ich mag ja Details, aber ich weiß nicht, was zurzeit los ist mit denen. Ihr kennt das ja, Bauarbeiten, ich zeig's euch mal. Das ist die Anlage fürs Internet. Ich habe ja gesagt, sie sollen es hier hinter die Tür machen. Ja, haben sie natürlich wieder nicht gehört und haben es hier dran gemacht. Ja, es sieht wüst aus. Ist jetzt auch nicht so schlimm, ich komme damit zurecht. Ich wollte nur hier das Kabel reinstecken, ist alles runtergefallen, aber komplett. Das heißt für mich, wieder neu machen. Und dann wundern sich einige, dass ich hier nicht fertig wäre. Ja, es ist einfach so in Thailand, es wird immer nur gebaut für schön, schön, schnell, schnell. Ja, ist nun mal so. Was soll ich dazu sagen? Gestern sind mir auch wieder so ein paar Sachen passiert, womit ich halt einfach nicht zurechtkomme. Ich denke mal, wir wissen alle mittlerweile, dass Kleinkinder von Corona nicht so betroffen sind, nicht so anfällig sind, keine Spritze kriegen dürfen wegen den Nachfolgen und keine Maske tragen sollen, weil das der ganze kleine Körper und das Gehirn noch mit Sauerstoff versorgt werden muss. Und da kann es halt, wenn das nicht ist, Komplikationen geben. Später, dass er vielleicht dumm wird oder was ich weiß. Das ist, jetzt komme ich in die Visa-Stelle, also die Immigration ist in der Säule 7. Und wenn du reinkommst in das Objekt, ist links eine Visa-Behörde, keine Behörde, mehr so privat, die dir helfen beim Ausfüllen, Kopien machen, Bilder machen, dass alles komplett ist, weil das kann passieren, wenn du irgendwas vergessen hast auf deinem Antragezettel, egal ob Wohnung, Auto oder weiß ich was, dann kann es passieren, dass die Immigration sagt, ja, füll's nochmal aus, stell dich nochmal neu an. Und das wollen wir alle nicht. Deswegen gibt es dieses Objekt. Jetzt will ich dort reinlaufen, jetzt sagt die gute Frau, nee, das geht nicht. Otto soll eine Maske auftragen. Ich sage, Otto, Kinder kriegen keine Maske auf, das ist lebensgefährlich. Oder halt gefährlich. Ja, ich bin einfach reingelaufen in den Laden. Jetzt war ich natürlich schon ein bisschen angesäuert, sage ich mal. Jetzt sagt die Zweite, you have everything? Ich sage, ja, wenn ich everything hätte, dann wäre ich nicht hier reingekommen. Hat sich rumgedreht, ist gegangen. Ja, ich bin dann zum Europäer, der hat mir das ausgefüllt, hat alle Kopien gemacht, brauche vom Mietvertrag Kopie, Reisepasskopie, habe ich hat mir alles ausgefüllt. Hat 10 Minuten gedauert. Hat 10 Minuten gedauert. Au. Hom Mai. Oh Mann. Stinken sie oder riechen sie? Weißt du nicht? Nein, 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 nein. So, auf jeden Fall hat das mir dann gemacht. Habe ich insgesamt 140 bezahlt, dann war ich noch eine Minute drinne. Ich muss natürlich dazu sagen, die auf der Immigration waren wieder völlig nett. Die hat mit Otto rumgegeigelt. Ja, Kanom. So, die hat mit Otto rumgegeigelt, wir haben gelacht.
Ich weiß nicht, warum das so ist. Warum der Pförtner hier in Thailand mehr zu sagen hat wie der Polizist. Es ist manchmal schlimm. Ja, wie gesagt, wir gehen erstmal in die Werbung und dann gucken wir mal. Ich habe ja vor der Immigration noch ein paar Bilder gemacht. Die stelle ich nachher noch mit rein gleich. Weil in der Immigration, in den ganzen Objekten, dürfen wir ja nicht filmen. Ja, hast jetzt alles, das können Sie nicht runterschmeißen, Otto, da kommen alles Tiere. Da musst du aufpassen, meh. Ja, ist jetzt nicht so schlimm, meh. Ja, der Hund ist, okay. Werbung. So, jetzt sind wir wieder. Alles supi gegangen. Wir waren jetzt 2 Minuten drinne, mehr nicht. Und 10 Minuten hat man vorher gewartet. Super. Alles easy. Also das Visa kann man, das 90-Tages-Visa kann man ja auch ein paar Tage später machen. Hätte ich das gewusst, hätte ich natürlich alles heute gemacht. Ansonsten ist alles in Ordnung. Wir haben mit der Polizei gelächelt und alles ist super. Also, jetzt bringen wir noch die Kamera weg. Da halte ich nochmal drauf. Und dann werden wir sehen, wie wir es machen. Die Mutti sitzt im Auto. Naja. Also sie kann mir eh nicht helfen. Sie kann eh nicht lesen und schreiben. Also bleibt sie lieber sitzen. So, ich werde. Ja, Nong, sag hallo. Ich weiß nicht, andere Kinder sagen immer nicht hallo. Und du sagst immer hallo, will spielen. Also, würde ich sagen, bis gleich. Da ist ja wieder alles runtergeschmissen. Aber Hundi ist's. So, jetzt ist natürlich wieder die Mutter ist auch gegen einige Sachen völlig beständig und das macht mich, ich verstehe das manchmal nicht. Man muss doch, wenn man zusammenlebt, doch den anderen auch irgendwie akzeptieren und machen. Ich zum Beispiel sage, ich möchte meinen Kaffee ohne Zucker haben und sie macht jeden Früh Kaffee mit Zucker und jeden Früh muss ich ihn wegschmeißen. Das macht mich traurig, sowas. Ich sage, tu meine Wäsche nicht in die Sonne. Wieder. Um 12 kommt die Sonne. Ist wieder alles, ich möchte das einfach nicht. Wenn sie ihr's macht, ist okay. Nee. Mei auch. Duckwann, Duckwann. Ein Moho, ne? Ich gehe an der Masse Meditationsphase und fahre mich runter. Das macht mich so traurig, ey. Und dann sehen wir uns nach dem Witz des Tages. Der Lehrer. Wörter, die mit Unanfang bedeuten etwas Schlechtes. Wie unzufrieden. Ich bin da noch gar nicht fertig. Wie unzufrieden, unangenehm. Wer hat noch ein Beispiel? Otto? Unterricht. Der war gut. Wie? Doppelt nicht gut. Na, das ist ja ein Ding, ey. So, hier ist er wieder. Er hat sich runtergefahren. Nützt ja nichts. Wir wollen jetzt mal. Es ist ja früh 10. Sippmongschau. Mai. Ja, Mai Belei. Ist um 10 oder um 11, ich weiß es jetzt nicht.
Und lass mal den Tag gut angehen. Versuchen wir heute mal fertig zu werden, dass endlich mal Schluss ist, dass wir wieder Außenaufnahmen machen können. 9.46 Uhr. So, wir spielen jetzt hier noch ein bisschen. Ihr seht ja hier, Otto. Wie schön der spielt, auch alleine. Gefällt's dir? Spielst du schön? Ja, ne? Papa Bus. Hä? Papa Bus. Papa Bus? Was Bus? Willst du Bus hier? Bus. Nee, ne? So, wir werden jetzt noch mal ein bisschen rumtollen. Ah, nee, nee. Annie hier, da, Annie Otto. Yeah. Meh. So, Otto Mitte. Mitte. So, werden wir mal ein bisschen spielen. Ja. Wow. Ey. Yeah! Hat weggetan! Haben wir alles kaputt gemacht hier? Ja, kaputt! Ja, haben wir alle, ja, du hast kaputt gemacht, oder Papa? Otto! Otto hat es kaputt gemacht! Nee! So, alles wieder ganz! Und das spielen wir, ne? Komm her! Was wollen wir bauen heute? Wollen wir ein Flugzeug bauen? Komm her, so. Da hat der Oma schon mit dir gebastelt hier. So, warte, Flugzeug. Warte, wir machen es mal so. Yeah? Flugzeug. Ja, Flugzeug. Jetzt sind die... Au, da noch nicht fertig. Da noch nicht fertig. Warte, warte. Oh, ja. So. So. Hier, wir bauen ja zwei kleine. Ah, hier haben wir eins. So, ja. Zack. Otto! Ja? Otto! Flugzeug! Ja, Flugzeug! Er weiß es doch! Noch ein paar kleine! Du weg, Papa! Ja, die ist ja so hoch hier für das Flugzeug. Hier sitzt ja der Pilot drin. Machen wir so, dass es nicht kaputt geht. Ja? So, ist das ein schönes Flugzeug? Guck mal. Hier, mal wieder. Hier. Okay, Mai? Okay. Hey. Wollen wir noch basteln? Alaisikiau. Etinaisikiau. Was? Siliang. Gelb. Sikiau. Sikiau grün. Siliang. Siliang gelb. Hellblau. Blau. Blau ist sie farb. Das ist sie denn? Das ist sie denn rot. Flugzeug. Ja, aber ein Flugzeug hat da nicht so einen Turm. Wann machst du es wieder kaputt? Ein Auto.
Wollen wir ein Auto basteln? Na komm, machen wir so hier. So hier, ja, machen wir hier das Flugzeug und hier basteln wir ein Auto. So. Auto. Ja, da fehlen noch ein paar, oder? Ja, nehmen wir die zwei hier. So, Fahrerhäuschen, Räder. So. Otto. Lot. Lot, ist er Lot? Otto, Lot. Dann müssen wir das mal hier mausen. Ja, kein schönes Auto, aber ein Auto. So. Brr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 r